Wir haben mit allen, CDU, Linkspartei, sogar FDP und Grüne, sehr konstruktive und gute Gespräche geführt. Am Ende müssen wir uns entscheiden. Und wir haben festgestellt, dass wir mit der Linkspartei hier in Mecklenburg-Vorpommern einen verlässlichen, stabilen Partner haben. Das haben wir schon in der Corona-Pandemie gesehen, wo die Linkspartei staatspolitische Verantwortung auch in der Opposition wahrgenommen hat. Und wo wir unsere Schnittmengen, das Regierungsprogramm der SPD, für das wir angetreten sind, für das wir fast 40% bekommen haben, auch am besten umsetzen können. Wir haben als SPD vor dieser Wahl gesagt, es geht uns um drei große Themen. Das Thema Vergabegesetz für gute Löhne, das Thema mehr für Senioren, Seniorenticket, aber auch das Rufbussystem für mehr Mobilität, das Thema mehr Erzieherinnen und Erzieher. Und auch der Klimaschutz, also ein wirtschaftliches Lohnthema, soziales und auch Umweltthema. Und alle diese Schwerpunktthemen können wir mit der Linkspartei umsetzen. Und dazu packen wir noch mehr für Bildung, natürlich solide Finanzen. Das war ein wichtiger Punkt für uns. Wir wollen keine neuen Schulden machen. Wir wollen weiter verlässlich dieses Land regieren. Dafür sind wir angetreten. Dafür haben wir ein starkes Wahlergebnis bekommen. Und in dieser Verantwortung stehen wir. Und wir haben großes Vertrauen, dass uns das in den nächsten 5 Jahren mit der Linkspartei als guter Partner auch gelingt. Meine Entscheidung, die Entscheidung der SPD hier, die heute einstimmig gefällt worden ist, im Landesvorstand, im Parteirat und in der Fraktion, ist allein eine Entscheidung für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Dafür sind wir angetreten. Es ist kein Signal, keine Entscheidung, die mit dem Bund zu tun hat und die Bundespartei der Linkspartei. Dort die Position, die kann man mit Landespolitik nicht vergleichen. Die Linkspartei hier in Mecklenburg-Vorpommern hat bereits mit der SPD viele Jahre sehr verlässlich regiert. Und wer jetzt mit der rot-roten Sockenkampagne in MV anfangen will, den bitte ich gleich, sie einzupacken. Die Linkspartei hier in MV ist verlässlich. Und für uns war es wichtig, dass die SPD die Themen, mit denen wir angetreten sind, mit denen wir viel Zuspruch bekommen haben, eben auch umsetzen kann.